kümmern bei uns um ein Vectra B. Ich habe euch ja schon die Ersatzteile vorgestellt und ich fange jetzt an und ersetze hier mal den Luftfilter. Ist eigentlich kein großes Hexenwerk, sind hier ein paar Klammern, die man hier löst, entweder mit einem Schraubenzieher, den nehme ich eigentlich immer, um hinten ranzukommen. Da hier, die ist ein bisschen versteckt, da macht man diese fünf Klammern los. Und hier eigentlich schon den Deckel abnehmen. Dann haben wir hier schon unseren alten Luftfilter. Ja, der sieht jetzt noch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, kann man hier von den Lamellen sehen. Aber der wird jetzt ersetzt. Und ist einmal da. Dann machen wir das eben schnell. Da gehe ich ganz gerne hin. Nehme hier meine Luftpistole. Las einmal das Gehäuse aus. Wenn man da schon mal einmal mit dran ist, kann man auch einmal hier so mit dem Motor, das habe ich aber vorher schon gemacht, um den Kompressor auszuschalten, damit das nicht stört bei der Videoaufnahme. Dann gehen wir hin, packen unseren neuen Luftfilter aus und setzen den ins Gehäuse ein. Der passt, alles wunderbar. Wir gucken auch hier, liegt ein Unterdruckschlauch. In meinem Fall ist er jetzt hier rot, dass der hier in diesen Biegungen von den Klammern liegt und nicht irgendwie abgequetscht wird. Sollte das so sein, legt ihn noch einmal richtig drauf. Dann geht ihr hin, montiert wieder euren Deckel, schaut, dass alles richtig drauf ist, drückt die Klammern hier zurück. Da hinten ist immer ein bisschen fummelig, aber das ist kein Problem, das kriegen wir auch hin. Zur Not nehmen wir wieder unseren Schraubenzieher. Und drücken das ein bisschen da hoch. Hier ist auch immer ein bisschen blöd, dran zu kommen. Das geht aber auch. Hier vorne auch. Und dann drückt ihr die Klammern drauf und dann war es das eigentlich schon mit unserem Luftfilter. So, das nächste, was wir machen, wir kümmern uns um unsere Zündkerze. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den Stecker hier abkriegen. Die sehen dann so aus. Man könnte auch diese Steckhülsen ausschrauben. Hier sind zwei Einkerbungen drin. Dafür gibt es ja nochmal eine Spezialnuss. Kann man sich aber im Endeffekt auch selber bauen, dass man hier das Ding rausgeschraubt kriegt. Das ist aber eigentlich nur vonnöten, wenn man den Kopf runternimmt und dann wirklich da dran muss. Oder man reißt eine Kerze ab. Dann müsste man diese Steckhülse darauf schrauben. Ja, was wir dann machen, wir nehmen uns unsere große Knarre, eine lange Verlängerung und eine 16er Kerzennuss. Als Tipp von mir, macht immer einen Kerzenstecker nach dem anderen. Dann könnt ihr euch auch nicht mit der Zündreihenfolge vertun, ist nämlich auch mal schnell passiert. Und so seid ihr gewiss, dass ihr immer die richtige Zündreihenfolge habt. Ich habe jetzt so ein bisschen angelöst schon mal. Wie gesagt, das geht eigentlich relativ schnell.
solltet ihr jetzt großen Widerstand haben, da lieber ein bisschen vorsichtig. Ich gehe mal hin mit der Knarre und einen leichten Schlag und dann merke ich schon, ob die sich leicht löst oder nicht. So, dann schauen wir uns die Kerze kurz an. So gesehen ist rehbraun vom Verbrennungsrückstand her. Das heißt, es ist in Ordnung, er läuft nicht zu mager, sonst wäre er weiß oder hell, und dunkel und richtig ölig, dann wäre er zu fett. Aber so ist alles optimal eingestellt und es gibt jetzt auch Zeit, dass sie getauscht werden müssen. Der hat 2 Elektroden, gibt es auch mit 4, aber das ist alles gut. Immer als kleiner Vergleich. Also die Kerzen selber sind identisch, das sieht man ja hier. Nur die drin waren, sind von Bosch, das war ein super Plus. Die anderen, die ich jetzt habe, sind NGK. Wie gesagt, damit hatte ich jetzt noch keine Probleme. Aber wenn ihr mal seht, ich will es hoffen, man kann es sehen, bei der alten Kerze die Elektroden, wie weit die schon weggebrannt sind, und bei der neuen, wie schön dicht die noch dran sind. Und der Wagen lief natürlich damit. Aber es ist halt eine Sache, der Verbrauch sinkt, er verbrennt besser, also zündet besser und der Wirkungsgrad ist einfach besser. Und ich sag jetzt mal wegen 5 Euro für eine Zündkerze, warum soll man das nicht regelmäßig machen? So, dann geht ihr hin, nehmt eure neue Kerze, steckt sie hier in die Kerzennuss rein, führt sie da rein und die ersten Gewindegänge werden immer per Hand gedreht. Ich drehe es eigentlich so rein, bis ich da komplett den Widerstand merke, dann weiß ich, sie ist gerade drin. Nicht sofort mit der Knarre, auf gar keinen Fall mit einem Schlagschrauber dran. Ist nämlich schnell passiert, Kerze schief angesetzt, reißt ab und ihr dürft den ganzen Zylinderkopf runternehmen. So, ich habe es jetzt per Hand eingesetzt. Die letzten Gewindegänge mache ich per Hand und fest. Auch nicht abreißen. Das reicht vollkommen aus. An der Kerze selber ist unten noch ein kleiner Ring, der muss natürlich angedrückt werden. Das macht er durch dieses erstmalige Festziehen. Es gibt auch Sachen um 90 Grad und all solche Sachen. Also wenn die richtig fest ist, reicht das vollkommen, dass die Kerze da richtig abdichtet. Was ich dann nochmal ganz gerne mache, ich habe hier mir nochmal Kontaktspray zugelegt. Das sollte man eigentlich immer irgendwo haben, für Elektronikteile oder so. Das ist immer prima. Der Astra F zum Beispiel hatte aufgrund Feuchtigkeit im Verteiler immer ein bisschen Probleme. Dann gehe ich hier hin, nicht viel. Einmal kurz, Stecker in die Spitze rein, nehmen unseren Kerzenstecker, drücken ihn auf, macht das einmal blöpp. Und schon ist die Sache erledigt. Und genau das gleiche mache ich jetzt bei den anderen 3 Zylindern auch. Ich lasse es jetzt einfach so durchlaufen und dann seht ihr ja, wie ich das mache. Schauen uns auch die Kerze wieder an. Ist genauso super. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, saß ein bisschen fester. Daher mit diesem leichten Anschlagen. Ihr dürft auch Kerzen immer nur
ersetzen, wenn der Motor kalt ist. Nie bei warmem Motor oder heißem Motor schon gar nicht. Das backt fest. Die Kerzen würdet ihr dann nachher nie wieder richtig rauskriegen, ohne dass ihr euch den Kopf versaut. Hier seht ihr zum Beispiel auch diese Unterlegscheibe, was ich gerade gesagt habe, die sich dann andrücken muss, damit der Zylinder richtig abdichtet. Auch hier gehen wir wieder hin, nehmen unsere neue Kerze, stecken sie in die Nuss, so ein bisschen vorsichtig einführen, gerade per Hand festschrauben oder anschrauben oder andrehen. Solltet ihr jetzt bei den ersten zwei Gewindegängen, oh, schon fest, Kerze definitiv vorsichtig wieder rausschrauben, dann seid ihr definitiv schief. Ja, also es muss schon bis zu einem gewissen Grad per Hand reinschraubbar sein. Und ihr könnt es jetzt per Hand, bis ihr den ersten richtigen Widerstand merkt, so wie jetzt hier, nehmt eure Knarre und macht dann wirklich das Festziehen mit der Knarre. So, das reicht vollkommen. Das ist fest. Mehr braucht das nicht. Dann habe ich hier wieder meinen Stecker. Schauen kurz, alles gut. Auch wieder ein bisschen Kontaktspray. Ein bisschen ablüften lassen. Nehmen unseren Stecker, stecken ihn wieder auf. Und schon ist das erledigt. Hier gerade stelle ich fest, am vierten Zylinder, erster Zylinder immer gegenüber der kraftabgebenden Seite, also sprich Getriebe, die war nicht sehr fest. Warum auch immer. Wir schauen. Gewinde, eigentlich okay, leicht ölig. Kann aber noch davon sein, weil die Ventildeckeldichtung undicht war. Habe ich aber im Zuge mit dem Zahnriemen ja ersetzt. Das könnt ihr ja sehen, warum man das machen muss. Man muss ja die Nockenwelle blockieren, um das Nockenwellenrad abzumachen. Das seht ihr in dem Video, was ich bei dem Astra gemacht habe, wie man die Nockenwelle blockiert. So am Gewinde, in den Kerzen. In der Kerzenhülse sehe ich jetzt so nichts Besonderes. Eigentlich alles in Ordnung.
nämlich hier wieder meine neue Kerze. Okay. Setz sie an und dreh sie wieder fest. Gleiches Spiel wie bei den anderen Zylindern auch. Festdrehen, nicht überdrehen, weil noch fest kommt an. Okay. Wegtun. Wir nehmen unseren Kerzenstecker wieder. Wieder ein bisschen Kontaktspray. Stecken den rein. Ist mir gerade hier die Halterung weggeflogen, aber die suche ich jetzt gleich. Ist kein Problem. Aber so habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, wie man Kerzen wechselt. Am Vectra B. X16 SZR. Und der Luftfilter wurde auch getauscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis dann. Ciao.